Madame Sylvie Kerger hat den Doktortitel an der Psychologie, arbeitet als Enseignant wie auch als Forscherin auf der Uni Lützeburg. Sie unterrichtet Studenten am Bachelor of Science am Fach Pädagogik. Dr. Kerger interessiert sich an ihrer Forschung für in allem vier Geschlechterstereotypen an der Kantheit. Schon von klängem an gehen Kanner mit einer höheren Unzahl und geschlechtsspezifischen Stereotypen konfrontiert. In diesem Kontext hat Dr. Sylvie Kerger ein Projekt der Recherche an Zusammenarbeit mit Dr. Laurence Brasser lanciert, den dank der Unterstützung vom Ministerium von der Gleichstellung durch Frauen und Männer ermöglicht gehen. Ziel von dieser Etude also die Repräsentationen von den Geschlechtern an Lützebäuer Schulbücher vom Fundamental zu dokumentieren. Schulbücher, die Werte und Wissen vermitteln, spielen eine wichtige Rolle in unserer Sozialisierung. Leider gehen es an unseren Büchern immer noch ganz viele Stereotypen. Und Dr. Kerger probiert das pädagogische Fachpersonal an die Leute, die Schulbücher kreieren, ob das geschlechtsspezifisch an Negativstereotypen aufmerksam zu machen. Ich begrüße euch alle guten herzlich zu meiner Präsentation über Stereotypen an der Kantheit. Mein Name ist Sylvie Kerger, ich bin Enseignante-Chercheuse im Bereich von der Psychologie auf der Uni Lützeburg. Ich habe Kuren am Bachelor von der Science de l'Education und in meinem Forschungsgebiet interessiere ich mich unter anderem für das Thema Gender. Ich will euch hier mitteilen, ob ein kleines Ries durch das Thema von der Genderforschung. So dass ihr nur diesem kleinen Vortrag wisst, was Gender bedeutet und wie Menschen dadurch beeinflusst gehen. Für dich gucken wir mal auf die verschiedenen Etappen von diesem Vortrag. Für dich gehen wir auf die verschiedenen Formen von Geschlecht an. Da gucken wir, mit welchen Farben wir Geschlechter assoziieren und für was dazu aus. Der nächste Punkt geht um den Einfluss von Stereotypen auf uns Denken. Und da stellen wir euch als aktuelle Etude vor, die wir mit der Unterstützung vom Ministerium für Gleichstellung über Gender-Stereotypen an den Schulbüchern machen. Für dich werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Formen von Geschlecht. Die meisten Kinder, die auf die Welt kommen, haben entweder das weibliche oder das männliche Geschlecht. Mir wird viele Leute nicht wissen, dass ungefähr ein Kind auf 2000 Intersex ist. Das heißt, dass sein Geschlecht aufgrund von seiner Genetik XY oder an seiner Anatomie an oder seiner Geschlechtshormone nicht dem weiblichen oder männlichen Geschlecht zuzuordnen ist. Und da gibt es auch noch Menschen, die transgender sind. Sie haben zwar ein eindeutig biologisches Geschlecht, aber sie können sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren. Zum Beispiel geht ihn als Mädchen geboren, mir entfiel den sich als jung oder umgedreht. Neben dem biologischen Geschlecht geht es auch noch das Sozialgeschlecht, und das nennt den Gender. Er definiert Gesellschaft und Kultur, an der wir leben, wie ein Verhaltensweise für ein Jung oder ein Mädchen, eine Frau oder ein Mann akzeptiert und akzeptabel sind. Als Gesellschaft erwartet zum Beispiel öfter von Frauen, dass sie ihre Arbeitsstunden reduzieren, für sich um Kinder zu kümmern, auch für Männer, dass sie sich mehr an den Beruf investieren sollen. Das nennt den Doing Gender. Mädchen kriegen mittags ein Pop geschenkt, ein Jungen öfter ein Spielauto. Auch als Sportarten finden die Gender-Stereotypen herum. Fußballspielen ist zum Beispiel noch immer als junger Sport angesehen. Und ob Mädchen, die Fußball spielen, reagieren die Leute mittags mit Erstaunen. Und das gerade bei den Reaktionen, die Kinder merken, dass sie etwas machen, was nicht so normal ist. Sie haben dann zwei Möglichkeiten. Entweder sie setzen sich über die Normen erwasch und es ist ihnen egal, was Leute darüber denken. Sie gehen dann trotzdem ihren Interesse nach. Oder sie sind Männer selbstbewusst und adaptieren sich, weil sie lieber positive Feedback kriegen. Und diese positive Feedback kriegen sie meistens bei sozial adaptiertem Verhalten. Gerade diese Marken, Blicke, die Luft oder auch Witze, mit denen ihn am Alltag konfrontiert ist, nennt den Doing Gender. Die Kinder kriegen Normen vermittelt und merken, wenn etwas nicht an den Raum passt, für nicht zu sagen, dass sie aus dem Kader fallen. Die gesellschaftlichen Erwartungen üben dafür einen immensen Druck aus, den es mich schwer macht, dagegen umzukämpfen und seinen eigenen Interessen nachzugehen. Bei diesem sozialen Geschlecht denkt den an zwei von den aufgetrennten Kategorien, weiblich und männlich. Es kriegt ihr sozusagen viel geschrieben, wie was ihn sich zu interessieren hat. Und was für eine Rolle ihn als Mädchen, Jung, Frau oder Mann spielen soll, unabhängig von der eigenen Persönlichkeit und den Interessen. Komm, wir werfen nur mal einen Blick auf die verschiedenen Eigenschaften und Farben, die den verschiedenen Geschlechtern zugeschrieben gehen.
Früher gaufen nämlich die Mädchen blau ugedoen und die junge Rosa. Für was war das so? Rot gauf assoziiert mit Blut, Leidenschaft und Kampf. Es war ugesehen als aggressiv, männlich Farb. Und Rosa war so zu so in das Klangtraut. Mädchen waren hellblau gekleidet, weil die Jungfrau Maria auf den Molereien ein Blutkleid unhat. An den 20er und 30er Jahren gab es nun üblich, die Jungen an Blut zu kleiden, weil dabei Uniformen an auch die von der Marine blau waren. Die Farbe Rosa war nun der Kontrast zum hellblauen und gab die mädchen Farbe. Es ist also ein Zufall, dass die Farben so zugedeelt gehen. Da sei dir gut, wie die Gesellschaft Normen beeinflusst und dass die Vorschriften nicht konstant sind und sich je nach Kultur unterscheiden. Wir gucken lo, wie die Vierläufe für die Farben entsteht. Wir stellen euch eine Etude vor, die gewiesen hat, dass keiner für ein Alter von 2 Jahren keine Vierläufe für eine bestimmte Farbe haben. Mit 2 Jahren fängt es dann aber an, ein Bewusstsein für das Geschlecht zu entwickeln. Mit 2,5 Jahren gehen signifikant Geschlechtsunterschiede an der Vierläufe von den Farben. Mit 4 Jahren wählen dann sogar 80% der Mädchen als Lieblingsfarbe rosa. Und nur noch 20% der Jungen wählen mit 5 Jahren die rosa Farbe. Mädchen haben also nicht von Geburt an ein Vierläufe für rosa, mit das Vierläufe entsteht durch den sozialen Einfluss, zum Beispiel, wenn sie viele Spielsachen und Kleider an der Farbe kriegen. Oder wenn sie gelöst gehen, oh, was tust du, schöne rosa Rock an? Sie sehen auch, dass die anderen Mädchen so ungeduldig sind und dafür assoziieren sie rosa mit ihrem Geschlecht. Sie wollen dazugehören und adaptieren sich. Wie beeinflussen da los Stereotypen als Denken? Stereotypen ermöglichen es uns, als Denken zu vereinfachen, mehr sicher zu machen. Die hier wird sonst überlascht und dafür teilt es sich die Welt an Kategorien an. Alles, was es abhält, wird auf verschiedenen Tieren gestochen. Bei Gender-Stereotypen wird es in Tieren für männlich und für weiblich. So sind die männlichen Stereotypen zum Beispiel dominant, unemotional, rational und leistungsorientiert. Und die weiblichen Stereotypen sind zum Beispiel aufhilfsam, hilfsbedürftig, dus und zurückhaltend. Der Nachteil ist, dass Stereotypen der Realität nicht gerecht gehen. Frauen sind nicht alles selbst in den Nähen, und Männer auch nicht. Aber was ist bei den Frauen oder Männern, die sich nicht mit ihrer Kategorie können identifizieren? Sie müssen auf alle Fall ganz stark gegen die Stereotypen typisch Mann bzw. typisch Frau ankämpfen. Schuld, dass nicht alle Verhaltensweisen für jeden so akzeptiert sind. Schuld auch, dass man sich verstellen muss. Es wird flott, wenn man sich einfach keine Gedanken mehr darüber machen, was Leute denken. Auch an der Bekleidungsindustrie sind Stereotypen omnipräsent. Können den an ein Geschäft ran, gehen docks Andelungen von der Reihen je nach Geschlecht. Neutral Kleidung von den Seelen. Entweder es geht den an der Reihen für die Mädchen, wo die Farbe rosa, pink, blau und mauve dominieren und Motive hauptsächlich aus peiperlige Blumen und Prinzessinnen bestehen. Oder es geht den an der jungen Reihen, wo blau, grün und schwarz dominieren und den Piraten, Dinoen und Autos trifft. Da kann man sich fragen, für was geht es da kein Major mit Piratinnen oder Dinosaurier? Die sozialen Geschlechterrollen, die von der Gesellschaft erwartet gehen, finden auch ein Spielgeschäft darum. Bei den Jungen sind es echte Spieler, wo Action und Abenteuer dominieren, mit Polis, Piraten, wo Kompetitionen stattfinden, Strategiespieler, die das logische Denken fördern, und Konstruktionsspieler. Bei den Mädchen sind es Spielsachen für sich ruhig zu beschäftigen, wie Molen und Basteln, das Baby zu versorgen, den Haushalt zu machen, Rollenspieler mit Freundinnen oder für sich schön zu machen. Auch die Interessen von den Kindern können davon beeinflusst gehen. An einer Etude konnten zum Beispiel Kinder genderneutral Spielsachen offriert, wie Magnetspieler oder Flipbooks. Das sind die Bischelchen, wo die Bilder sich bewegen, wenn sie sehr durchspielen. Bei der ersten Seance von diesem Experiment wurde kein Unterschied an den Interessen für das Spieler konnte feststellen zwischen den Jungen und den Mädchen. Für eine zweite Seance gab es einen anderen geholt. Sie konnten herum alle gut dieselbe Spielsache präsentiert. Per Zufall haben aber Tschechischen und Tschechischen täuschend von den Spielsachen als junge Spielsache betitelt und die anderen täuschend als mädchische Spielsachen. Eine Hypothese gab bestätigt. Mädchen waren mehr interessiert an den sogenannten mädchischen Spielsachen und Jungen an den jungen Spielsachen. Also das Benennen von den Spielsachen als Jungen und mädchisches Spielsach hat dazu geführt, dass Kinder die Spielsachen wählen, die zu ihrem Geschlecht passen.
also zu dem sozialen Geschlecht, zu der Kategorie, zu der sie gehören. Heute sei denn, dass es am Anfang schuld ist, Spielsachen an diese zwei Kategorien anzudehnen, weil ein Kanner indirekt tun hört, mit allen Spielsachen zu spielen, für die sie sich interessieren. Welche Auswirkungen haben die Stereotypen auf die Fächerwahl? An meiner Doktorarbeit wollte ich herausfinden, ob Spielsachen effektiv einen Einfluss haben auf die Wahl der Fächer. Ich habe Juncker vor 14 Jahren gefragt, mit was sie gespielt haben, wie sie klang waren. Die Jungen, die mit typischen medischen Spielsachen gespielt haben, waren nur noch mehr interessiert an naturwissenschaftlichen Fächern, wie die Kinder, die mit typischen jungen Spielsachen gespielt haben. Spielsachen haben also einen Einfluss auf die später Fächerwahl und einen sogar mehr starken Einfluss auf das Geschlecht selber. Was lehren wir daraus? Mit dem Angebot der Spieler soll für die Kinder so vielfältig wie möglich sein, sodass sie sich nach ihrem Interesse können Spielsachen heraussichern und sich so richtig können entfalten. Die Fächerwahl kann aber auch durch Stereotype beeinflusst gehen. Bei einer anderen Etude haben die Kinder aus dem 5. Schuljahr Mathis Aufgabe gehen, Kopfrechnen und Lösungen. Mädchen und Jungen haben gleich gut aufgeschnitten am Test. Danach haben sie gefragt, wie sie da meinen, dass sie aufgeschnitten hatten. Die Jungen hatten eine Tendenz, sich zu überschätzen, und die Mädchen haben sich unterschätzt und haben auch gehen, mehr Angst vor einer Mathe zu haben wie die Jungen. Hier ist die Ursache nicht die Leistung selber mit dem Stereotyp, den in unserer Gesellschaft vehikuliert wird. Junge sind besser an der Mathe wie Mädchen. Und dann, wer will schon ein Fach, wo ihn Angst tut, als er schlecht ausschätzt? Es ist dafür interessant zu gucken, wie Stereotypen auch an der Schule kann beeinflussen. Das Projekt, das ich zusammen mit meiner Kollegin Laurence Brasser auf der Uni Lützburg durchführen zum Thema Gender-Stereotypen an den Schulbüchern, ermöglicht uns, das zu analysieren. Während dem Stöbern an der Literatur über das Thema Gender sind wir auf Artikel gestoßen, wo Schulbücher analysiert wurden. Diese Studien sind im Ausland gemacht und wir haben uns gedacht, dass es auch ganz interessant wäre, die Lützburger Schulbücher nur den selben Kriterien zu analysieren. Wir sind nun in dem Ministerium für Gleichstellung herumgetreten und haben hinten das Projekt 4 gestellt. Mit generöser finanzieller Unterstützung haben sie uns ermöglicht, dieses Projekt umzugehen. Es dauert anderthalb Jahre und die Resultate sind Anfang nächstes Jahr disponibel. Ich stelle euch das Projekt ein bisschen mehr im Detail vor. Für dich erkläre ich euch, wie weit wir uns gerade für die Schulbücher interessieren. Aber mit diesen Büchern sind Kinder all Tag an der Schule konfrontiert. Und diese Bücher vermitteln neben den pädagogischen Inhalten auch gesellschaftliche Normen und Werte. Männer, Frauen, Jungen und Mädchen spielen am Buch verschiedene Rollen und in diesen Modellen inspirieren können sich und gehen so sozialisiert. An internationalen Studien wurde festgestellt, dass Frauen insgesamt mehr häufig als Schulbücher repräsentiert sind wie Männer. Wenn sie annimmt gehen, an einem Text oder ihnen sie auf einem Bild gesagt, sind sie meistens an einem häuslichen Kontext zu finden, kochen, putzen, strecken und sich um Kinder kümmern, wobei die Männer meistens an Aktivitäten außerhalb vom Haus herumzufinden sind. An der Arbeitswelt sind Männer auch mehr häufig vertreten. Berufe sind insgesamt mehr traditionell dargestellt, der Mann als Wissenschaftler, Doktor, Chef und Frauen als soziale Berufe als Lehrerin und Firmen, Sekretärin. Berufe mit einem mehr höheren sozialen Status sind mehr Seelen mit weiblichen Personagen repräsentiert. Bei den berühmten Persönlichkeiten haben auch Dax Krampus weibliche Berühmtheiten an den Schulbüchern zu finden. An den Liesbüchern sind viel mehr Texte zu finden, die von männlichen Autoren geschrieben wurden, wie von weiblichen Autoren. Für die Kinder sind es Vorbilder, aber beeinflussen das Bild von der Erwachsenenwelt. Für unsere Studie haben wir folgende Schulbücher aus der Grundschule in den Club geholt. Deutsch, Französisch, Lützburgisch, Mathe, Leben und Gesellschaft, Geschichte und Science. So wie die internationalen Studien gucken wir auch die Anzahl von Männern und Frauen an das, was sie machen. Bei welchen Aktivitäten sind sie durchgestellt? Am Haus, an der Freizeit, an einem Beruf? Auf welchen berühmten Persönlichkeiten gehen es an den Büchern? Es ist wichtig zu wissen, dass die Vorbilder zum Beispiel par rapport zum Geschlecht und auch der Hautfarbe einen großen Einfluss haben, ob die Kinder ihre persönliche Entwicklung und ihre beruflichen Ziele.
An den deutschen und lützebäuerischen Liesbüchern zählen wir auch die Anzahl von weiblichen und männlichen Autoren. Und wir analysieren auch noch die Sprache, die benutzt wird. Gibt zum Beispiel der generische Maskulinum benutzt, das heißt, steht da die Schüler und die Mädchen sind mitgemengt. Das stellt nämlich ein Problem dar, weil die Kinder die Verallgemeinerungen noch nicht können verstehen können und so mengen die Mädchen, sie wären nicht mitgemengt oder sie wären Männer wichtig. Da kann auch den genderneutralen Term benutzt gehen, zum Beispiel die Schulkinder. Oder es gehen Doublee benutzt, die Schüler und Schülerinnen. Ziel ist es, von der Etude einen Überblick zu kriegen, welche Geschlechter an den lützebäuerischen Schulbüchern repräsentiert sind. Es können Richtlinien erstellt gehen, die es erlauben, zu kontrollieren, ob die Schulbücher genderneutral sind, auf vernünftige Adaptationen zu machen. So können die Bücher entstehen, ohne diskriminatorische Repräsentationen und mit einer Gleichstellung von den Geschlechtern am Privat- und Berufsleben. Ziel ist es, eine Erzählung zu machen, wo die Interessen, Persönlichkeit, Talente eine mehr wichtige Rolle spielen wie Geschlecht. Wo die Kinder eine Vielfalt und Vorbilder haben, die ihre Geschlechtsidentität positiv beeinflussen und sie nicht erschränken. Durch die Aufklärung über Genderstereotypen an der Gesellschaft, genderneutrales Schulmaterial und auch Formationen zur gendersensiblen Erziehung von den Lehrpersonen und den Eltern, also Grundstein gelöst, dass Kinder sich können ihren Interesse noch entfalten. Das war ein kleiner Einblick an unsere Recherchen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Merci für das Lauschen und bis geschwind. Dr. Sylvie Kerger hat uns gerade erklärt, wie Stereotype bei Schulkindern und jungen Erwachsenen durch Schulbücher entstehen. Am nächsten Webtalk stellt euch Doktorandin Miriam Linnea-Hale Forschungsresultate von Geschlechterstereotypen von verschiedenen aktuellen Etüden vor.